Ja, servus, jetzt wieder der Marty und wir zocken den Football Manager 2021 Touch. Unsere Karriere-Story. Wir sind noch in der Türkei und wir sind immer noch Letzter. Und ich habe eine, zum 75. Mal, glaube ich, eine neue Taktik jetzt ausprobiert oder hochgeladen, und zwar die Wide Custom Control Possession. Ja, Control Possession, also kontrollierter Angriff, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde gut bewertet bei den Workshops und ich hoffe, dass uns jetzt damit endlich, endlich, endlich ein Dreier gelingt. Wobei unser nächster Gegner, Sivas Belediyeskar, auf Rang 15 sind. Und das nicht leicht wird wieder. Denn die haben auch schon, ja, auf Rang 15 mit 15 Punkten. Wir haben 4 Punkte. Also Katastrophe. Wie gesagt, wir haben 3 Punkte weniger. Hätten eigentlich 7, wenn wir zum Beginn schon minus 3 hatten. Aber alles, was danach kam, war eher, ja, peinlicher als peinlich. Und ich möchte eigentlich nicht bei meinem ersten Job hier schon selber entlassen werden. Unsere Reserve gewinnt 2 zu 1 gegen Paçaspor Reserve. Also wenigstens da gelang uns Wiedergutmachung. Wir haben ja gegen Paçaspor recht bescheiden gespielt. Was ist mit Ömer Jailaci 7-0. Habe ich einen Innenverteidiger? Wir haben 74 Innenverteidiger mittlerweile. Tolles Talent in der ersten Mannschaft. Aber was wir jetzt mal machen könnten, wir schauen uns jetzt mal nochmal den Kader an. Fangen wir mal im Tor an. Wir haben drei Torhüter: Halit Tokur, ein Schlüsselspieler, Yilmaz, ein Ergänzungsspieler. Und Olcay, ein tolles Talent, nah an der ersten Mannschaft dran. Das heißt, wir werden jetzt Olcay auf die Bank nehmen. Und Yilmaz, wie alt ist denn der? 22 Jahre. So, den kann ich jetzt gar nicht verschieben, oder? Kann ich den verschieben? Den kann man hier gar nicht in die zweite Mannschaft schieben, Aktionen. Ah, doch, kann ich schon. Verfügbar für die Reserve. Was ist denn das für eine komische Anzeige? Nein, das will ich ja nicht verfügbar machen. In den Kader der Reserve verschieben. So. Also. Yilmaz wäre jetzt eigentlich weg, oder? Jawohl. Bei den Verteidigern. Wen haben wir da? Zudem muss man nach den Noten durch. 6,70. Der Ali Yilmaz. Tolles Talent. Tugan Tavastschi, Schlüsselspieler mit Verbesserungspotenzial. Ömer Yilmaz, Ergänzungsspieler. So. Weg. Cesar Gündüz, Schlüsselspieler. Kaba, tolles Talent. Superstar. Superstar, lauter Superstars. Tolles Talent nach einer ersten Mannschaft. Gut, aber der ist besser vom Talent her als, wer war das? Ergänzungsspiel und Verbesserungspotenzial, den schieben wir weg. Ah ne, der ist eh in der zweiten Mannschaft. Jetzt gehen wir es mal nochmal so durch. Ergänzungsspieler über dem Zenit, Bikor Irtegül. 10 Länderspiele, weißt, 36 Jahre. Das würde ihm zwar nicht gefallen. Edge Klo. Tolles Talent. Tolles Talent. So. Dann hätten wir jetzt eigentlich nur noch diese Spieler hier. Das sind Schlüsselspieler. Schlüsselspieler. Gut, Mittelfeld, den lassen wir jetzt mal. Superstar. Tolles Talent nah an der ersten Mannschaft. Ergänzungsspieler über den Zenit. Wer war das jetzt? Der war's, oder? Bekir. Bekir nehmen wir da jetzt mal raus. Also jetzt mal. Aufstellen, komplett löschen.
habe ich natürlich Käse gemacht, also jetzt nochmal so. Blöd. Tolles Talent nach der ersten Mannschaft. Den schieben wir jetzt mal in den Kader der ersten. Kaba, tolles Talent. Ilmas Ergänzungsspieler, nein. Furkan könnten wir. Bikir, den lassen wir weg. Tolles Talent nach der ersten Mannschaft. So einen Kader der ersten verschieben. Tolles Talent. Tolles Talent, den lassen wir jetzt. Jetzt haben wir in der ersten Mannschaft. Hätten wir jetzt. Gut, das passt soweit. Defensives Mittelfeld. Schauen wir jetzt auch mal. Gut, haben wir eh nur drei Spieler. Aus der zweiten Mannschaft Sekir. Ne, Serkan. Serkan, so heißt er. Und der Emir Türkmenlitz. Erste Mannschaft. Toykan, Stammspieler mit Verbesserungspotenzial. Serkan, tolles Talent. Okay, das passt. Mittelfeld. Von der zweiten Mannschaft. Furkan Khan. Tolles Talent, aber nur einen Stern. Bznarbi, Yassin. Ahmed, Lachnet. Erste Mannschaft. Und der Emir. Tolles Talent, aber nur eineinhalb Sterne. So, jetzt schauen wir uns da mal alle an. Barbaros Kilic. Emre. Doku Khan. Ahmed, also das ist der Ahmed wieder. Toykan, Berg, Superstar und der Serkan, tolles Talent. Auch das passt. Offensives Mittelfeld. Schauen wir uns wieder die Reserve an. Da hätten wir zwei. Den Furkan, tolles Talent. Wobei der... Weil ich auch nichts verloren hat. Und der Yassin, tolles Talent. Die lassen wir heute. Die lassen wir beide unten. Hier haben wir einen Barbaros. Tolles Talent. Emre haben wir auch schon gehabt. So, dann. Stürmer. Haben wir gar keinen. Muhammad, tolles Talent. Ömer, das erforderliche Potenzial. Baskara, also Baskara, erste Mannschaft. Muhammad, erste Mannschaft. Das nehmen wir wieder alle rein. Haben in der ersten Mannschaft jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das muss doch reichen, oder? 16 Menix. Das Blatt gespuckt. Wann spielen wir? In 6 Tagen. Okay. Spannend, 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 spannend. Ja, ich hoffe, ihr verfolgt natürlich auch die anderen Let's Plays von mir. Die World League mit dem MSV Duisburg. Die Sprint to Glory mit dem FC Bayern im Moment gerade. Und ja, und noch so diverses anderes Gedöns von den letzten Jahren. Wir haben nicht gut gespielt und sind dafür richtig bestraft worden. Naja, sehr schön. Der Scout-Bericht, Finanzupdate. Immer auch noch gut da. 3 plus immer noch. Das wundert mich ja. Also Geduld haben die schon in dem Verein. Nach dem Gurkengespielen, wo wir da die letzte Zeit hatten, bräuchte ich mich nie wirklich nicht wundern, wenn ich schon bald Geschichte wäre. Immer noch eine 3 plus.
Nennenswerte Highlights gibt es nichts, Kritikpunkte gibt es ein paar. Ja, puh, ja. Naja. Wir bräuchten halt jetzt endlich einen Dreier. Gegen Sivas Belediyes SK 15. und danach gegen Serik Bild Boulevard. Serik Bild, keine Ahnung, was das heißt. 12 Platzierter, also. Ich hoffe, es ist ja heute die 15. Folge. Ich hoffe, dass ich zur 20. Da feiere ich ja mein kleines Jubiläum, wenn ich 10 Folgen einer Serie abgedreht habe, dass ich da noch in Amt und Würden bin. Aber ich bin zuversichtlich. Ich schaue gerade im Meistertrainerforum wieder mal nach. Viele, viele Let's Plays, viele, viele, aber nicht mehr aktiv. Sehr schade immer, wie ich finde. Ich habe auch ein paar drinnen, aber naja, die spielen wir ja noch fast alle. Weil die ganz alten natürlich auch nicht mehr, klar. Mei, da sehe ich gerade so Stories. Concord Rangers, das war mein erstes Let's Play. Football Manager 15 war das, glaube ich. Da hatte ich eine Grafik oder beziehungsweise eine Qualität der Videos. Oh, das war peinsam bis unterirdisch. Aber es gehört dazu, ist noch irgendwo in den weiten Tiefen des Internets zu finden, also auch auf dem Kanal natürlich. So, jetzt die Teamauswahl. Wir haben ja zwar nur 4 Ersatzspieler, aber das ist mir jetzt wurscht. Das gehen wir jetzt so an. So, jetzt. Gestern habe ich es auch gesagt. Ich sag's wieder, jetzt ist es soweit. Jetzt holen wir die 3 Punkte. Ein schöner Platz. Mit runden Kreisen drauf. Super gemacht. Was für ein Acker. Berg! Aber immerhin sind wir mal im Angriff. Und laufen nicht gleich zu Beginn, gleich im Rückstand hinterher. Barbaros aus Barbados. Sparwitz. Sparwitz mit Schenkelklopferpotenzial. Emre. Ah, Barbados. Was? Ja! Aberkannt, abseits. Ja, kiebet nicht. Aber er war schon drin, ja. Ja, doch. Ein Schritt war er drin. Muschin steht da noch ein bisschen falsch. Aber nächste Chance. Berg. Uff. Keiner kommt hin. Ja, wir machen das Spiel. Dann. Setzer Ahmed. Lach nicht. Setzer. Setzer. Schöner Platz. Schöne Furchen hier drin. Nee. Du glaubst es nicht, in der 14. Minute laufen wir jetzt, glaube ich, zum 12. Mal im Rückstand hinterher in Folge. Allerdings passiert mir gleich die Insulinpumpe. Ali sei vollkommen frei vor unserem Torwart. Ja, was willst du da machen? Gehen wir mal, schreiben wir mal halt, jetzt schreiben wir mal was rein, Zuruf, jetzt machen wir aufmuntern ist immer gut. Oh!
Pfosten, Latte, ne Latte war's. Uff, zala. Und jetzt Eckball. Jetzt sind wir doch ziemlich unter Druck. Ich hoffe, dass es jetzt beim 1:0 bleibt bis zur Halbzeit. Ugur Türk, drittes Saisontor, das steht 2:0. Ich sag's gerade noch. Und wieder sind wir ja auf der Verliererstraße, ganz klar. Halit kommt jetzt da auch nicht wirklich entschlossen raus, in meinen Augen. Wir wechseln erstmal noch nicht. Sind wir eigentlich alle wieder schlecht gewesen? Anweisungen? Nein, das will ich doch nicht. Ich will Zurufe. Mehr fordern. So, Männers, jetzt aber. Und wieder. Der Gegner im Angriff. Jetzt hat Emre. Vielleicht kommt er jetzt mal. Ja, er kommt an den Ball. Emre Essa. Schießt ihm Musin an die Birne, aber nichts war's. Ugur Türk haut den Ball drüber. Ich komme gleich zum Wechseln. Jetzt Berg. Mehr vor und vielleicht geht jetzt was. Ah, scharf übers Tor. Und das 3:0, Ugur Türk. Stehen wir jetzt eigentlich auch nicht zu tief, das will ich jetzt alles gar nicht sagen, aber er läuft halt schneller als Arda, unser Innenverteidiger. Also 3:0 für mich jetzt doch deutlich zu hoch vom Ergebnis her. Könnte jetzt noch ein 4:0 geben. Sehr schön gehalten, aber jetzt Yilmaz. Nochmal Berg. Ja, endlich. Endlich schießen wir mal wieder ein Tor. Tugrul Yavaşçı, sein erster Treffer. Das 1:3. Das ist wenigstens ein minimales Erfolgserlebnis, nachdem wir die letzten Spiele immer zu 0 verloren haben. Schön gemacht, geht schön zum Kopfball. Feuer sie nochmal an, aber es wird nicht mehr reichen. Nein. 3:1. Boah. Neunte Niederlage in Folge, ja. Normalerweise immer noch nicht. Ist schon spannend. Ist echt spannend, wie lange ich hier noch bleiben darf. Sechstes gegen Serik. 4 Punkte. Wenn man gewinnen würde, hätte man 7. Ja. Neue Jugendspieler, das ist schön. Mannschaftssitze. Klassenjahr ist immer noch möglich. Alle Spieler sind positiv gestimmt. So, okay, das war's jetzt. Der 15. Teil. Weiterhin sind wir auf der Verliererstraße. Aber irgendwann wird es soweit sein und wir werden den Dreier einfahren. Wir werden sehen, ihr werdet sehen. Bis morgen, Servus und Bye-Bye.